Was geht, meine lieben Poke-Sisters und Poke-Bros? Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von Baum, Baum, hohes Gras, Baum. Ja, wir gehen einfach weiter. Noch kurz zur Information. Kommissarin Sato ist auf Level 7. Und wir haben leider in der letzten Folge unseren Inspektor Megure verloren. Ja, kann man nichts machen. Ja. So, ja, wir haben auch leider noch keine neuen Aufträge bekommen, was mich wundert. Aber wir müssen ja auch erstmal unsere Aufträge erledigen. Und dann stürzen wir uns jetzt erstmal in den nächsten Kampf. Eusebius, ey. Das sind Namen hier. Alter, die werden immer stärker, Level 7. Ja, das wird sehr lange dauern. Jetzt, ich glaube, ich wechsle einfach aus. Ha. Ja, stimmt, wir können ja nicht auswechseln. Ja, das kann jetzt lange dauern. So, okay, jetzt können wir endlich auswechseln. Hat er also doch die Handschellenschlüssel fallen lassen. Aber greifen wir einfach mal mit Glut an. Ja, mal gucken, wie ich das noch mache in den, wenn wir, sag ich mal, so viele Encounter fangen sollten, dass ich keine Namen mehr, sag ich mal, zur Verfügung habe, dann ja, mal gucken, dann vielleicht gibt es dann einen neuen Inspektor Megure. Aber den stelle ich jetzt, den Namen werde ich auf jeden Fall hinten anstellen erstmal. Ah, ich habe ja noch genügend Namen. Wir haben auch noch keinen Kogoro Mori. Ich wollte gerade schon sagen, die Backstreet Boys sind auch noch am Start. Ich meine natürlich die Detective Boys. Sind ja auch noch alle offen. Und ja, aber ich werde jetzt nicht irgendwelche unbedeutenden Charaktere benennen. Aber das sehen wir dann, wenn wir soweit sein sollten. Kann auch sein, dass wir einfach komplett verlieren. Oh, noch ein Beweismittel. Oh, cool. Ein Luxusball. Gehen wir mal
oben rum. Mal eben gucken, wer vorne ist. Ja, der kann vorne bleiben. Erstmal. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er kämpfen will. Aber ja, dann kämpfen wir. Du Miesel, oh. Da habe ich jetzt aber richtig Angst vor. Spaß. Wird das wieder so ein ewig langer Kampf? Ja, Raserei! Gib ihn! Ja, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit auf Kratzer drücke. Aber das ist halt, ja. Ich hab halt noch nicht gute Attacken und so ist halt der Anfang. Ach genau, Kommissarin Zato hat auch Klammergriff erlernt. Habe ich vorhin glaube ich gar nicht erwähnt. Falls doch, dann ja, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall sicher. Ja, so. Du Miesels besiegt worden, in Ketten gelegt. Oh, radikal. Oh, Level 8, Level 8. Aber hey, da schmeißen wir doch unseren Conan in den Kampf. Weh, das reicht nicht. Also, wenn jetzt ein Crit kommen sollte, dann bin ich tot. Und das Ding ist schneller. Gucken wir mal auf unsere Verteidigungswerte. Ja, toll. Ja, kein Wunder, dass ich so viel Damage bekomme. Wir schmeißen einfach Kommissarin Zato noch mal rein. Sicher, sicher. Oh, das kann nicht sein, ey. Komm, egal, ich benutze jetzt einen Trank. Für Kommissarin Zato. Siehste, das hätte nämlich gereicht. Ja. Gut. Puh, war ein anstrengender Kampf. So. Ich habe gerade kurz einen Cut gemacht, bin nochmal zum Pokémon Center gelaufen. Das wird wahrscheinlich öfter passieren, weil wir momentan wenig Geld haben. Holy crap. Und ja, sonst, ich würde mir auch am liebsten die Wege sparen. Aber ich möchte die Tränke lieber für Kämpfe aufsparen. Weil, haben wir ja vorhin gesehen, wie schnell das gehen kann, dass man doch mal einen Trank zücken muss. Sauber, perfekt. Professor Agassa erreicht Level 8. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Muss man
Kann man hier schon runter? Nee. So. Naja, der will auch kämpfen, ey. Warum gucken die einen denn nicht an? Naja, egal. Hilma. Hilma will kämpfen. Warum? Keifel. Kann Keifel schon irgendwie Erdbeben oder so? Ich glaube nicht, oder? One-Attacke. Okay, nehmen wir. Sagen, das wird irgendwie immer stärker, oder? Schicken wir mal ran in den Kampf. Gut. Ja, predicted würde ich sagen, ne? Klitz und weg damit. Oh, das gibt gute Erfahrungspunkte. Xatu. Okay, ich glaube, da bleiben wir einfach drin und drücken bis. Müsste auch reichen. Was? Oh. Okay. Ich glaube, dann wechseln wir trotzdem. Ich hoffe, der haut jetzt nichts Krasses raus. Silberblick. Ja, Satu wird schneller sein, aber nehmen wir in Kauf. Gut. Ja, ich weiß, ich spiele ein bisschen gefährlich, aber hey. Alles gut, es gegen den einen Crit, gegen unseren Inspektor Megure kann ich nichts. Ja, ich setze Klammergriff ein für den Chip Damage. Ja, auf jeden Fall brauchen wir mal dringend neue Attacken. Alter, diese Crits. Ja, müssen wir mal wieder austauschen. Ja, das reicht. Sauber. Machen wir weiter. Conan erreicht Level 10. Ja, damit haben wir den Kampf gewonnen. Wir gewinnen ein bisschen Cash, Money. Money, Cash in the Tash. Nee, ich laufe jetzt einfach weiter. Ich laufe jetzt einfach weiter, beziehungsweise wir laufen jetzt einfach weiter. Ein Zickzacks. Hoffentlich macht das Ding jetzt keine Zicken. Ich könnte auch einen Leo Brüller einsetzen, aber du, er kann schön in Ruhe hier kämpfen, Erfahrungspunkte sammeln. Oh, noch ein Beweismittel. Oh, Nugget. Das können wir verkaufen. Dann können wir uns später auch ein paar Tränke kaufen. Das ist top. Ja.
guck's einmal kurz eben weg. Ja. Oh, oh. Da wechseln wir lieber aus. Ja, ist nur ein Azuril, aber trotzdem. Und vor allen Dingen deswegen. Wir wollen nicht minus gehen, wir wollen. Ja, sauber. Wow. Ja, das spare ich mir später, wenn es wirklich so weit sein sollte. Ich setze, glaube ich, jetzt eben keinen Trank ein. Wen habe ich denn vorne? Das ist Professor Agassar. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Es sei denn natürlich, da kommt irgendwie ein absolutes Monster-Pokémon. Oh, das wird hoch sein. Vom Level her hoch sein. Oh. Alter, Rudolf, der alte Insektenjäger. Ja, schmeißen wir direkt ran rein. Damit das Tier ein bisschen fixer geht. Ja, Wurmpel ist weg. So, Rudolf. Dann zahl mal. Uff, du bist zu gut. Ich gebe auf. Ja. Sauber. Money cash in the tash. So, wir haben jetzt unsere aktuellen Aufträge eigentlich jetzt fast fertig. Die letzten Meter fehlen noch. Nehmen wir mal Kommissarin Sato. Miwako. Satané. Kommissarin Sato randaliert ganz gut. Die wehrt sich. Sie wehrt sich und wehrt sich. Ja, so, die letzten Schritte sind gemacht. Erfüllt, abgehakt. Also, meine lieben Poke-Sisters und Poke-Bros, wie wird es weitergehen? Findet es heraus. Lasst einfach ein Abo da. Aktiviert das Glöckchen. Folgt mir auf Facebook und Instagram. Haut rein und bleibt gesund. Ciao.